Ja, gut. Okay, warte, probier's mal. Kann ich das mal? Nein, ich will's ausprobieren. Okay. Cool. Gut, warte. Mal schauen, was jetzt ist. Aber er hat ja sein Viech nicht mehr. Das haben wir jetzt ja gekillt. Das ist aber auch interessant. Das muss ich mir dann wirklich merken. Wenn man irgendwo nicht weiterkommt, muss man echt gucken, ob man die Quests noch machen kann. Du bist nicht der Einzige mit den krassen Tricks, Kumpel. Ja, wow. Danke. Fuck. Ah, da kommt wieder. Das nicht mehr. Ist er jetzt einfacher? Oder täuscht das gerade? Bin ich jetzt besser geworden oder? Nee, wetten nicht. Also klar, ich bin schon oft gemacht, aber. Oder? Fuck. Ja, du kannst einen Tornado machen, jetzt den Birthday. Ah! Kannst dich aber nicht mehr verstecken. Das ist doof für dich. Hallo! Nein! Okay. Er kann sich jetzt aber nicht mehr verstecken. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut, Leute. Like you has come far enough. Alle Klappe. Ah,
Man, du hast doch nicht mal einmal zugehauen, Kumpel. Aua! Wenn du wieder Wind machst. Aua. Naja. Dann hat er noch irgendwann eine Scheiße, die man nicht sieht. Nehmen wir ja von dir. Und versteck dich nicht. Ja. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Oh ja, das sieht man ja auch so toll, Alter. Kann ich nochmal nutzen? Geht nicht? Ja. Oh, wie ich diesen Angriff bescheuert finde. Ohne Witz, den finde ich auch bescheuert. Auch wenn ich mittlerweile deutlich stärker bin. Sehr gut, ich konnte den Elementar. Nein. Egal, passt. Doch genau Glück gehabt. Achso, machst du das schon wieder? Hier bin ich. Portal. Was? Alter, dieser Blöde. Ja, bist super mit deinem scheiß Kacktritt, Alter. Ohne Witz, dieser ist so bescheuert, den siehst du kaum. Ja, was ist das? Marke. Bärenmarke, du. Was du jetzt hast, ich vergib dir auch nicht. Aber das nochmal. Was? Oh, der Tornado war bei mir. Ich dachte, der war da weg gewesen. Ich hab den Tornado unterschätzt. Was passiert? Aua. Ja, Junge. Oh. Oh ja. Leg dich mal hin. Hey, gut schon. Aua. Was denn? Ich bin noch ausgewichen, also irgendwie im Tornado ja, aber. Jetzt. Krieg mal was. Da. Ja. Ah, ja. Was? Nein, ich schon wieder. Klar, er wird jetzt immer beim Tornado oder was? Ja, wow. Ja, geh doch vom Tornado weg, Alter. Oh Mann, ey. Der feige Pussy. Dass der auch immer so gewinnen kann, ne? Backen. Echt? Wow, wir haben ihn. Oh mein Gott. Ihr Disciple, ihr Fool. Ihr stole Erlang's Spell und snatched the Great Sage's Relic. Ihr even took your Master's Heed. Just for a short reign over this barren valley. Huh?
I am Bodhisattva Lingji of New Mount Sumeru. The warden of this rat. After the great sage's passing, his six senses were scattered across the mortal realm. This thieving rat chanced upon one of them, yet hindered by his meager might, he could not absorb its power. Thus he schemed with wicked intent, a victim of his deceit. I had my hand taken by him. The sense requires such a grand container to release its power. I should bear the blame for his reign of havoc upon this ridge again. Through your valor and sagacity, order has been restored. You are the sole worthy one to keep it. Please keep it secure in my stead. Men, beasts, Buddhas, Yaoguais, each of them bears a distinct root from birth, superior and inferior. None should disturb what's decided. Am I right, Sun Wukong? Kapitel 2: Gelber Sand, trostlose Dämmerung,
abgeschlossen. Oh, coole. Wind and sand you've endured here. Did you reach the forgotten kingdom at the end of the land? Did you find the clash of stones and the fall of Tiger's acolyte? If you shut your ears and heed only your inner murmur, I fear the more you yearn for flawless endings, the further you'll stray from the path. Rats and cats, neither grasped their destiny, and yet neither admitted it. Listen closely, young one. Their complaints ride upon the wind. Kapitel 2, ein neues Relikt erhalten. Sehr gut. Weißt du, was ich sagen wollte? Was für eine krasse Sequenz eben, weißt du? Die fängt so niedlich an, so, ja, so hier, einer, der einem hilft. So ganz nett fängt die an, auf einmal so blutgünstig. Ey, ja, die sind aber schon cool gemacht, die Katzen, diese. Ich war selbst gemalt, ich weiß nicht, ob sie es gemalt haben und dann eingescannt haben in das Spiel. Ich schätze bald mal. Das sah sehr, sehr handwerklich aus, fand ich jetzt. Ich habe aber keine Ahnung davon. Aber es sah geil aus. Es ist immer mich cool gemacht, also wirklich. Ja! Ein Geisterfunken, nur, ein. Ich brauche noch mehr. Aber wisst ihr, wie oft ich den machen musste? Ich brauche 10. Mindestens. Achat des Sandeswindes. Was? Samadhi-Windes. Ein Achat, der von der Macht des Samadhi-Windes erfüllt ist, kann zur Herstellung von Waffen genutzt werden. So gut. Konnte man nicht jetzt noch hier. Oder? Zoomen und sich das alles angucken? No. Hier haben wir 3. Warte, ich guck nur ganz kurz. Hier haben wir 1. Okay, 4 haben wir insgesamt. Haben wir unten an. Oh, hast du ja vertauscht, ne? Ah, das ist hier. On a white deer or a green bull, the celestial courtiers mount. On a cyan lion or a white elephant, the bodhisattvas ride. This great beetle, too, could be someone's mount. Mhm. Es ist schon ein wunderschönes Spiel, echt. Kann ich echt nicht anders sagen. They could have put their belief in anything. Yet they chose a Yaogwai. Those who deny the rules must suffer the wrath. No wind wrought such destruction here. The Samadhi wind brought only malice here. Vajras and Arhats before the yellow wind shivered. Mounts of Bodhisattvas, a lion scion and an elephant white in fear quivered. A wicked Yaogwai of fierce might followed a discerning master. It was his blessing, but also became his curse. Spared him, punished him. Avoided him, eluded him. Master's grace taught, disciples' plot sought. His golden long staff meant nothing once mortal compassions took root. Bodhisattvas too could fall in this way. Mhm. Mehr haben wir nicht. Nee. Aber wow, ist schon cool gemacht. Also muss ich ehrlich sagen, von den ganzen Souls-Likes, die ich jetzt gespielt habe, oder diese Art Genre halt, finde ich das am coolsten. Mit, also wirklich, obwohl ich muss sagen, es ist ein deutlich, meiner Meinung nach, ein deutlich geführteres Souls-Spiel. Also wenn man es einen Souls-Like nennt, es ist geführter und hat auch viele Dinge von Souls-Spielen halt nicht. Meiner Meinung nach die Abkürzungen. Also ich finde, diese Abkürzung hat das Spiel sehr minimal, ein bisschen ja, aber ja,
Also wenn man es einen Souls-like nennen will, ne? Ich finde aber auch Action-Adventure oder Action-RPG, Hardcore vielleicht, schweres Action-RPG, ja, auch nicht ganz verkehrt von der Bezeichnung her. Weil irgendwie ein Souls-like für mich noch mehr Erkundung ist. Aber gut. Da lässt sich drum streiten. Dieses Kapitel. Du bist dabei, das neue Spiel zu beginnen. Natürlich mit die Fort von. Wir wissen, wie es weitergeht.